Mit diesen drei Schritten wirst du jede Aufgabenstellung verstehen und sofort volle Punktzahl bekommen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und eine Sache, an der immer wieder sehr, sehr viele von euch hängen bleiben, ist einfach die Aufgabenstellung. Ja, ihr seid gut vorbereitet, ihr könnt den Stoff, ihr checkt alles, geht in die Prüfung, schreibt Sachen hin und dann irgendwie kriegt ihr die Note raus, denkt euch, warum war die Note schlecht? Ihr guckt euch eure Klausur an, denkt, boah, Aufgabenstellung überhaupt nicht verstanden. Du dachtest, du hättest sie verstanden oder hast in der Klausur schon gemerkt, okay, irgendwie check ich es nicht ganz. Und das ist einfach super deprimiert. Ja, du denkst die ganze Zeit, du lernst so viel und bist eigentlich so gut, aber kriegst trotzdem nicht die Noten raus. Und das hängt einfach in ganz, ganz vielen Fällen einfach nur an der Aufgabenstellung. Und deswegen jetzt drei Schritte, wie du ganz exakt lernst, wie du wirklich die Aufgabenstellung so verstehst, dass du genau das hinschreibst, was der Lehrer möchte, was der Erwartungshorizont war, etc., um dann wirklich auch volle Punktzahl zu bekommen. Erstens, AFB-Erkennung. Mit AFB ist natürlich der Anforderungsbereich gemeint. Ja, das sind ja drei Anforderungsbereiche. Damit ihr das erstmal noch tiefer versteht, schaut euch unbedingt hier das Video zu den Operatoren an. Ja, das ist hier oben verlinkt. Das heißt, der Grund, warum du deine Traumnote nicht bekommst, deine verdienten Note nicht bekommst, irgendwie so, könnt ihr auch gerne suchen, aber hier im i nochmal verlinkt. Da erkläre ich nämlich ganz genau die Operatoren für die Oberstufe. Das ist extrem entscheidend. Ihr habt da vielleicht auch Operatorenlisten bekommen von euch von der Schule aus. Die würde ich mir unbedingt anschauen, weil die sagen euch ganz klar, in welchem Anforderungsbereich befindet ihr euch innerhalb dieser Aufgabenstellung überhaupt. Ja, nochmal. Deswegen, die Operatoren geben euch da einen sehr guten Hinweis dazu. Aber auch noch vereinfachter gesagt, könnt ihr euch einfach überlegen, ist diese Aufgabenstellung gerade, muss ich in der Aufgabenstellung, so wie sie gestellt ist, muss ich einfach nur etwas wiedergeben? Ja, das ist dann Anführungsbereich 1. Das bedeutet, muss ich einfach nur was wiedergeben, einfach nur das hinschreiben, was ich im Heft zum Beispiel schon stehen habe oder gelernt habe. Einfach nur wiedergeben, ohne groß nachzudenken. Zum Beispiel nenne, listen sie auf, bla bla bla. Ja? Oder ist das was, wo ich einen Zusammenhang verstehen muss und was erklären muss? Also erklären sie, erläutern sie, vergleichen sie. All diese Themen, Anführungsbereich 2. Und dann merkst du nämlich schon auch, dass im ersten Anführungsbereich musst du einfach nur Stichpunkte hinschreiben oder einfach nur einzelne Wörter. In Anführungsbereich 2 musst du halt dann Dinge erklären, zusammenhängen, also meistens auch ganze Sätze oder Dinge aufzeichnen und so weiter. Und dann natürlich noch Anführungsbereich 3, wo es quasi ins Weiterdenken geht, Transferdenken und so weiter. Und da geht es dann wirklich auch darum zu verstehen, wie kann ich die Fakten, die ich auswendig gelernt habe vielleicht oder mir mehr gehackt habe und die Zusammenhänge, die ich verstanden habe, das ist dann schon klar, eine Voraussetzung dafür. Und das hast du meistens in den Teilaufgaben davor eh schon gemacht. Wie kannst du jetzt noch darüber hinausgehen? Das heißt, wenn du merkst, das hat nicht mehr wirklich konkret was damit zu tun, wie zum Beispiel, wie der Stoff in sich wirklich ist, sondern zum Beispiel, du sollst was bewerten, ja, oder eine Argumentation schreiben oder sonst irgendwas, dann merkst du, da geht es darüber hinaus. Da musst du meistens am meisten schreiben, einfach weil du deine Meinung abgeben musst, du musst es anschaulich darlegen und so weiter. Und auf darauf sollst du im allerersten Moment achten, wenn du die jeweilige Aufgabenstellung bekommst. Dann zweitens unbedingt mit dem Hefteintrag verknüpfen. Ja? Das bedeutet, die Aufgabenstellung, die du in der Klausur bekommst, überleg dir da ganz, ganz klar, was kann der Lehrer damit meinen. Also im Abitur ist noch ein bisschen was anderes, aber auch da kann das funktionieren. Aber speziell in der Oberstufe, also wenn ihr noch nicht Abi schreibt, gerade dann könnt ihr extrem gut eigentlich erkennen, oder wenn ihr darauf achtet, eben erkennen, welchen Heftentrag meint der Lehrer damit. Also überlegt euch wirklich diese Aufgabenstellung, worauf könnte es abgezielt haben. Weil wisst ihr, der Lehrer hat ja bei seiner Klausur auch nur die folgende Sache. Der hat das, was er alles mit euch durchgesprochen hat, und stellt sich dann die Frage, wie kann ich das innerhalb einer Klausur abfragen, ob die Leute das verstanden haben. Das bedeutet, jede Aufgabenstellung ist in der Regel ganz klar mit einem Hefteintrag und einem Teil einer Thematik verknüpft. Und deswegen überlegt ihr bei jeder Aufgabenstellung, auf was von all den Sachen, die wir gelernt haben, ist das abgezielt. Und dann fällt es dir meistens extrem leicht, verbunden mit dem Anforderungsbereich, in dem sich die Aufgabenstellung befindet, zu verstehen, okay, was ist gemeint und wie viel soll ich da auch hinschreiben. Das heißt, du kannst quasi gewissermaßen kategorisieren, auf welcher Ebene sich das Ganze befindet, was es ist, und dann, und das ist dann eben auch noch der dritte Tipp hier an dieser Stelle, wie ausführlich. Und wie ausführlich du es machen sollst, merkst du natürlich über den Anforderungsbereich und auch über zweitens eben was in Bezug auf die Themen, also auf was das überhaupt abzielt. Aber drittens vor allem auch, erkenne die Punkteanzahl. Ja, also in nahezu allen Fällen ist da geschrieben, wie viele Punkte erreicht werden können. Und wenn ihr dann quasi wisst, okay, welches Themengebiet ist es, auf welcher Ebene vom Anforderungsbereich befinde ich mich, und du dann schaust, wie viele Punkte es gibt, dann ist eigentlich klar erkennbar, wie viel du hinschreiben sollst und auch auf welche Art und Weise. Und dann schreibst du eben so viel hin, wie es eben nötig ist, damit man da halt
4 Punkte, 2 Punkte, 8 Punkte, 12 Punkte, 16 Punkte, was auch immer bekommen kann. Und so wisst ihr eigentlich extrem genau, was ihr hinschreiben sollt. Ihr müsst nur jedes Mal diese drei Schritte durchgehen, auf Anforderungsbereich erkennen, zweitens mit dem konkreten Themenbereich verknüpfen und drittens schauen, wie viele Punkte es darauf gibt, um so zu erkennen, wie viel ihr auch hinschreiben sollt. Deswegen in diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich, wir beide sehen uns im nächsten Video, dein Leo. Especially if it's my dream, I can't let